Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher gehen. Und zwar einmal um den vierten Teil der Talon-Reihe, Drachenblut, und um Iskari, der Sturm naht. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir als allererstes erstmal mit Iskari, der Sturm naht, von Kristen Ciccarelli. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Nachnamen ausspricht, es tut mir leid. Zu diesem Buch muss ich erstmal sagen, dass ich das Cover richtig, richtig cool finde. Also dieser Mund mit dieser Klinge dran und diesem Gold drumherum gefällt mir richtig gut. Finde ich mega ansprechend. Und es geht in diesem Buch um Drachen und das fand ich noch viel, viel ansprechender. Und deswegen habe ich mir gedacht, musst du mal gucken, ob du dieses Buch vom Verlag netterweise zur Verfügung gestellt bekommst. Und ja, der Verlag hat es mir zur Verfügung gestellt und ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Verlag. Iskari, der Sturm naht, ist ein Jugend-Fantasy-Buch, wie gesagt, in welchem es um Drachen geht. In diesem Buch geht es um unsere Protagonistin Asha. Asha ist die Prinzessin des Landes und Asha hat als Kind etwas ziemlich Schlimmes getan. Sie hat Kosu angelockt, den ältesten aller Drachen, in dem sie alte Geschichten erzählt hat. Und als sie Kosu keine Geschichte mehr erzählen wollte, hat er Rache genommen und hat die ganze Stadt verwüstet. Und Asha wurde dabei verletzt und verbrannt. Deswegen ist ihre eine Hälfte komplett entstellt und vernarbt. Und um ihren Fehler irgendwie wieder gut zu machen, hat Asha von dem Tag Rache an den Drachen geschworen und wurde zu Iskari ausgebildet, zur Drachentöterin. Und im Laufe der letzten 10 Jahre hat sie ihren Job auch gut gemacht. Sie hat hunderte von Drachen getötet und als Wiedergutmachung ihrem Volk quasi übergeben. Und nun soll sie Kosu, den ältesten aller Drachen, der quasi für diesen ganzen Schlamassel aus verantwortlich ist, nun soll sie ihn finden und töten. Und wenn Asha es schafft, Kosu zu vernichten, gibt ihr Vater sie frei. Denn eigentlich soll Asha Jarek heiraten, den Kommandanten des Königs. Und ja, Jarek hat bei dem Unfall quasi, der damals passiert ist, beide Eltern verloren. Und ja, sie soll jetzt quasi als Wiedergutmachung ihn heiraten. Denn das soll dem Volk symbolisieren, wenn er, der durch sie alles verloren hat, ihr verzeihen kann, indem er sie heiratet, dann kann doch das Volk ihr auch verzeihen. Und deswegen soll sie ihn heiraten. Sie möchte das aber nicht, denn Jarek ist kein guter Mensch. Er ist sogar ein ziemlicher Sadist, möchte ich bald sogar behaupten, der sich am Schaden und Leid anderer erfreut. Und so versucht sie jetzt Kosu zu finden und ihn zu vernichten. Denn sie würde alles dafür tun, um Jarek nicht zu heiraten. Und sie bekommt dabei unverhofft Hilfe von Torvin. Torvin ist der persönliche Sklave von Jarek und er steht Asha zur Seite. Und ob die beiden es am Ende schaffen, Kosu zu vernichten oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Die Handlung von diesem Buch ist definitiv mal etwas anderes, denn der ganze Aufbau der Geschichte ist schon anders. Wir haben hier sehr, sehr viele Fantasy-Elemente, die ich so auch noch nicht gelesen habe, irgendwo anders. Also es ist jetzt kein typisches Standard-Jugend-High-Fantasy-Buch und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Denn dieses Buch sticht einfach mit seiner Story und seiner ganzen Art und Weise aus der Masse heraus. Ich mochte die Handlung, ich fand, wie sich die Geschichte entwickelt hat, ganz, ganz toll. Ich fand die Hintergründe, die so nach und nach in dieser Geschichte noch aufgedeckt wurden, fand ich richtig gut. Was bei mir ein bisschen schwierig war, ich bin am Anfang nicht sehr, sehr gut reingekommen in die Geschichte, denn man bekommt die ganzen Hintergründe natürlich im Laufe erst erklärt und ich habe am Anfang mich die ganze Zeit nur gewundert, so, hä, was ist jetzt da los? Wie ist das? Warum ist das so? Und warum lässt sie sich das jetzt so gefallen? Und ja, man bekommt das halt dann, wie gesagt, im Laufe der Geschichte erst erklärt. Und damit hatte ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, in die Geschichte reinzukommen. Aber jetzt so rückblickend betrachtet, fand ich es sehr, sehr gut vom Aufbau her. Denn man hat nicht gleich alles so vor die Füße geklatscht bekommen, wie das ist. Sondern man hat quasi mit Asha zusammen alles nochmal so erlebt und durchlebt und halt alles erklärt bekommen. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, dass die definitiv mal etwas anderes ist und mal etwas Außergewöhnliches ist und ja, fand ich richtig gut. Ansonsten kann ich ja sagen, dass Asha als unsere Protagonistin in diesem Buch auf der einen Seite als todbringende Iskari wirklich eine sehr, sehr taffe Frau ist, die sich auch zu wehren weiß, die ihre Meinung durchzusetzen weiß, die ihren Standpunkt vertritt. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich die geächtete Königstochter, die vom ganzen Volk auf gefürchtet wird und verschmäht wird, weil sie ja, wie gesagt, schuld an der Vernichtung der Hauptstadt ist. Und man merkt ihren inneren Zwiespalt. Auf der einen Seite ist sie natürlich nach außen hin die große, starke, taffe Kämpferin, aber in ihr drin sieht es halt ganz, ganz anders aus. Und ich finde, das wird in diesem Buch richtig gut dargestellt. Also man kann
Aschas Gefühle richtig gut verstehen, man kann ihre Gefühlswelt nachvollziehen, man kann verstehen, dass sie sich äußerlich anders gibt, wie sie sich innerlich fühlt und ja, das hat mir auch richtig gut gefallen und das hat sie für mich als Protagonistin der Geschichte auf jeden Fall glaubwürdig gemacht und dadurch hat sie es auch geschafft, die Geschichte gut zu tragen. Ansonsten kann ich zu den Nebencharakteren nur sagen, dass die mir auch richtig gut gefallen haben. Ich fand Thorwin ganz, ganz toll, ich fand auch Jarek richtig gut als Bösewicht in dieser Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich fand es gut, dass ihr Bruder quasi so ein bisschen so ein undurchsichtiger Charakter war und ja, auch ihr Vater spielt da noch eine ganz gewisse Rolle mit in dieser Geschichte, die dann bis zum Ende nicht so richtig aufgeklärt wird und das hat die Autorin hier einfach richtig gut gemacht, was die Charaktere betrifft und ja, hat da ein richtig gutes Bild geschaffen und am Ende dann nochmal alles über den Haufen geworfen und dann war alles wieder anders am Ende und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Charaktere und die Charakterentwicklung betrifft, hat die Autorin es hier definitiv geschafft, mich zu überzeugen und ich mochte, wie gesagt, die Charaktere total. Ich fand es total glaubwürdig. Ansonsten vom Worldbuilding her befinden wir uns hier in einer High-Fantasy-Welt. Die Welt hat so ein bisschen was von Tausend und einer Nacht. Mit natürlich, wie gesagt, so die typischen High-Fantasy-Elementen. Aber sie hat auch irgendwie so ein bisschen was Asiatisches für mich gehabt. Also es war eine bunte Mischung, diese Welt auf jeden Fall. Und durch diese Drachenthematik fand ich das sowieso richtig gut. Ich fand, wie die Drachen beschrieben wurden, richtig gut. Ich fand, wie gesagt, wie diese ganze Welt beschrieben wurde, richtig gut. Ich konnte mir das gut vorstellen. Also es gab so zwei, drei Sachen, wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, das in meinen Kopf zu bekommen. Wie zum Beispiel diesen einen Tempel und diese Geheimgänge, die es dort gab. Aber irgendwann ging das mit der Zeit und man hat dann so nach und nach sich immer mehr ein Bild im Kopf erschaffen können, wie diese Welt halt aussieht. Also wie gesagt, für mich war es so ein bisschen eine Mischung aus Asiatisches trifft auf Tausend und einer Nacht gepaart mit so typischen Fantasy-Elementen. Und ja, fand ich richtig gut, war meine Welt, wie ich sie noch nicht kannte und noch nicht gelesen habe und war halt definitiv mal etwas Neues. Und ja, ansonsten vom Schreibstil her kann ich nur sagen, dass der Schreibstil etwas ganz Außergewöhnliches ist. Denn er ist so ein bisschen märchenhaft, möchte ich bald sagen. Also es ist nicht so ein typischer Jugend-Fantasy-Schreibstil, so locker, leicht und einfach, sondern es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, hat einer von euch 1000 Nächte aus Sand und Feuer gelesen? Das ging auch so mehr so in die Richtung so von der Erzählweise, von der Aufmachung her so Richtung Märchen. Also es ist jetzt nicht ein Märchenschreibstil, um Gottes Willen, das Buch ist aus der Ich-Perspektive auch geschrieben. Aber es hat so ein bisschen was Märchenhaftes für mich einfach an sich, dieser Schreibstil. Und auch die ganze Ausdrucksweise und der ganze Satzbau ist einfach mal was ganz, ganz anderes, als wie man es so vom typischen Jugendbuch erkennt. Und das fand ich ganz, ganz toll und ganz, ganz großartig. Also ich kann nur sagen, dass Iskeri ein richtig tolles Jugendbuch ist, mit einer richtig guten Handlung und tollen Charakteren. Aber ich muss halt auch sagen, ne, jetzt kommt wieder das berühmte Aber ich muss sagen, dass mir hier von der Spannung her ein bisschen was gefehlt hat. Also die Geschichte hat es nicht geschafft, mich zu packen, dass ich sie nicht mehr weglegen konnte. Also es war immer eine gewisse Spannung da. Der Spannungsbogen ging auch gut nach oben und flachte dann auch zwischendurch mal wieder ab. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so, boah, was passiert als nächstes? Also man wusste schon als Leser, oder ich wusste zumindest als Leser so in etwa, okay, was könnte jetzt passieren, was passiert als nächstes, was kommt nun? Also es war halt nie so, dass es extrem überraschend war und extrem spannend einfach. Also da muss ich halt leider sagen, dass die Spannung für mich hier noch ein bisschen mehr hätte sein können. Das war so ein bisschen flach in dem Buch. Und das ist halt so das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass diese Geschichte es nicht geschafft hat, mich komplett zu packen. Wie gesagt, ich fand sie toll, ich fand sie gut, ich mochte die Charaktere, aber so, da hat dieses Zünglein an der Waage gefehlt, wie man immer so schön sagt. Aber es ist eine tolle Geschichte und ich kann sie euch definitiv nur empfehlen. Ja, und wenn wir einmal bei dem Thema Drachen sind, kommen wir gleich als nächstes zu Talon Drachenblut von Juni Kagawa oder Talon, wie auch immer man das Ganze jetzt aussprechen möchte. Eigentlich würde ich ja sagen, dass man es Talon ausspricht, denn es geht ja um diese Organisation Talon. Naja, ist ja auch Jacke. Talon, Talon, whatever. Ja, Talon Drachenblut ist der vierte Teil von Juni Kagawas Talon-Reihe. Und ich muss sagen, ich habe seit letztes Jahr echt auf dieses Buch gewartet, denn wer den dritten Band gelesen hat, weiß, wie fies das am Ende war, wie fies dieser Cliffhanger war, mit dem man da zurückgelassen wurde. Und ich dachte mir so, nein, nein, das darf nicht sein, das kann nicht passiert sein, das geht überhaupt nicht. Und ja, jetzt haben wir den vierten Teil und der vierte Teil setzt exakt bei diesem Cliffhanger wieder an und die Situation wird aufgeklärt. Und ich dachte mir so,
Gut, Situation geklärt, alles gut, alles erledigt. Ich wusste, wie diese Situation jetzt endlich ausgeht. Und ja, ich komme aber erstmal ganz kurz zur Handlung. In Talon geht es ja im Prinzip um Amber und Amber ist ein Drache. Drachen können sich in dieser Welt auch in menschliche Gestalt verwandeln, um sich halt besser anpassen zu können. Und Amber und ihr Zwillingsbruder Dante wurden im ersten Teil nach Crescent Beach geschickt, um sich dort in die Welt der Menschen einzugewöhnen und sich dort einzuleben, um dann halt später in ihre Rollen in Talon integriert zu werden. Und ja, in diesem Sommer trifft Amber auf Garrett und die beiden verlieben sich ineinander. Und die Problematik an dieser Liebesgeschichte war, dass Garrett ein Krieger des St. Georgs-Orden ist, welche Drachen jagen und töten. Und ja, diese Liebesgeschichte ist somit von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und dann gibt es dort noch Riley. Riley ist ein Einzelgänger. Er ist auch ein Drache und hat sich von Talon losgesagt. Und ja, hat jetzt ein Leben quasi auf der Flucht und sucht andere Einzelgänger, um sie vor Talon zu beschützen. Und ja, dann passiert in den ersten drei Büchern ganz, ganz viel krasses Zeug. Ich möchte jetzt hier nicht so viel verraten, ich möchte euch nicht spoilern. Und ja, dann passiert auf jeden Fall in den ersten drei Teilen ganz, ganz viel. Es werden Intrigen gesponnen, es wird Verrat, es gab Verrat an allen Enden und Ecken. Und unsere drei Charaktere quasi, Riley, Amber und Garrett, wurden halt immer wieder in Situationen geschmissen, wo sie nicht so recht wussten, wie sie da jetzt wieder rauskommen sollten. Und die Lage spitzte sich dann zu, dann wurden, wie gesagt, Intrigen aufgedeckt. Und ja, am Ende vom dritten Teil, wie gesagt, war dann halt dieser große, fiese, böse Cliffhanger. Und ich habe gedacht, es darf jetzt nicht sein, am Ende vom dritten Teil, dass das so ausgeht. Und ich war echt froh, wo ich jetzt den vierten Teil lesen konnte und gedacht habe, so, endlich weißt du, was passiert. Im vierten Teil von Talon geht es jetzt quasi erstmal darum, dass wir zu Beginn der Geschichte erstmal mit den Konsequenzen aus dem dritten Teil zurechtkommen müssen und Amber und ihre Freunde erstmal gucken müssen, was machen wir jetzt, wie sortieren wir uns neu. Dann passieren wieder ganz, ganz viele neue Ereignisse, wo Talon natürlich seine Finger mit im Spiel hat und Amber und ihre Freunde fragen sich, was haben die vor? Was ist jetzt hier los und was steckt hinter all dem? Und ja, Amber versucht dann halt, wie gesagt, mit Riley und ihren Freunden herauszufinden, was sie vorhaben und ja, mehr kann ich euch zum Inhalt eigentlich auch nicht sagen, ohne euch zu spoilern. Ich kann nur sagen, dass das Ende vom vierten Teil alles über den Haufen wirft, wie es bisher war. Es werden neue Allianzen geschlossen. Es werden ganz, ganz viele Leute sterben in diesem Buch. Und am Ende ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich wäre froh, wenn es im fünften Teil dann auch so langsam zum Ende käme. Denn ich finde, der vierte Teil hat schon sehr, sehr viel aufgelöst. Und es ist sehr, sehr viel erklärt worden, auch was die Hintergründe betrifft, was auch Talon betrifft. Und was eigentlich Amber und Dante betrifft, wer die beiden nun eigentlich sind und was da dahinter steckt. Das ist hier auch endlich alles aufgeklärt worden. Und ja, Amber und Dante müssen halt ihren Platz jetzt im Leben finden und den auch einnehmen. Und wer auf welcher Seite steht, das ist hier die große Frage natürlich auch. Und ja, mehr kann ich euch zum Inhalt auch wirklich nicht sagen, ohne euch zu viel zu spoilern. Es tut mir leid. Ansonsten kann ich euch sagen, dass mir die Handlung wieder richtig gut gefallen hat. Ich mochte sie sogar noch mehr als die Handlung vom zweiten und vom dritten Teil. Denn dieses Buch hier war einfach nur so ultra spannend. So viel passiert und es waren so viele Situationen, die ausweglos erschienen sind in diesem Buch, wo Amber und ihre Freunde einfach, wo du dachtest, so, das war's jetzt. Und wo du dann absolut nicht mehr wusstest, wie die Geschichte jetzt wohl weitergeht und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und es war einfach total spannend, das Ganze zu lesen und zu sehen, wie die Geschichte immer weiter voranschreitet und wie sie sich weiterentwickelt. Und ja, mir hat die Handlung richtig gut gefallen. Ich mochte auch die Charaktere wieder total. Ich bin auch froh, was die Charaktere betrifft, dass dieses Liebesdreieck, was es ja in diesem Buch gab, dass es jetzt endlich geklärt ist. Und ich hoffe, dass es jetzt auch endlich geklärt bleibt, dass es jetzt nicht sich wieder ändert, dass da nochmal irgendwas kommt in die Richtung, sondern ich hoffe jetzt wirklich, das ist jetzt geklärt und das soll jetzt für mich bitte auch so bleiben. Danke. Und ja, also das ist wie gesagt auch auf jeden Fall jetzt in diesem Teil endlich alles ausgesprochen und geklärt worden und das fand ich auch richtig gut. Ansonsten, Amber hat mir in diesem Buch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte auch Riley und die ganzen anderen Nebencharaktere wieder total. Ich fand auch Dante in diesem Buch richtig, richtig gut. Ich fand die Entwicklung, die Dante in diesem Buch an den Tag gelegt hat, richtig gut. Man hat jetzt erstmal so richtig gemerkt, also man merkt jetzt so richtig, was Dante
für ein Charakter ist, in welche Richtung der sich entwickelt. Ja, was die Charaktere betrifft, bin ich auf jeden Fall so gespannt, was im nächsten Teil passiert. Was die Welt betrifft, befinden wir uns ja hier immer noch in dieser Urban-Fantasy-Welt, also sprich unsere Welt mit Fantasy-Elementen. Ich mochte wieder die Art und Weise, wie unsere Welt beschrieben wurde, total. Ich konnte mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir die Settings sehr, sehr gut vorstellen. Die Szenen konnte ich mir gut vorstellen. Also das hat Judy Kaga war auf jeden Fall wieder ganz, ganz toll gemacht, vom Worldbuilding her und vom Setting her. Und ja, kann ich nur sagen, top. Hat mir gut gefallen. Und was den Schreibstil betrifft, haben wir bei Talon ja einen ganz einfachen, locker, leichten Jugendbuch-Schreibstil, sodass man wirklich durch die Seiten fliegen kann. Also ich habe mit Niki immer 100 Seiten am Tag gelesen, dass wir das Buch in 5 Tagen durch hatten. Und das war echt kein Problem. Also ich habe die 100 Seiten, glaube ich, immer so in 1,5 Stunden gelesen oder Stunde, 1,5 Stunden irgendwie so in der Dreh rum. Und ja, also es ist ein ganz einfacher, schlichter, locker, leichter Jugendbuch-Schreibstil. Er ist ein bisschen romantisch, er ist ein bisschen kitschig, aber das dürfen Jugendbücher natürlich sein. Also von daher hat der auch definitiv sehr, sehr gut zum Buch und zur Geschichte gepasst. Und ich bin jetzt auf jeden Fall auf den 5. Teil gespannt. Es dauert wohl wieder mal ein Jahr mindestens, bis der 5. Teil rauskommt. Und ja, ich bin jetzt aber mit dem Ende nicht ganz so unzufrieden wie mit dem 3. Teil, denn dieser Cliffhanger beim 3. Teil, der hat mich echt zerstört. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und wie gesagt, das Ende war auch sehr, sehr spannend. Aber es endete nicht mit so einem mega fiesen Cliffhanger, wie es jetzt im 3. Teil der Fall war. Deswegen kann ich nur sagen, lest dieses Buch, es ist sehr, sehr gut. Und ihr habt keinen mega fiesen, monströsen, bösen Cliffhanger, sondern nur ein offenes Ende halt. Und ja, ich bin auf den 5. Teil gespannt und freue mich, wenn er dann erscheint. Das waren meine 2 zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.